Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil vom Dreiecktuch Nummer 9. Wir haben ja letztes Mal mit einer Reihe Stäbchen aufgehört. Ich habe dann dabei schon mal noch unseren Anfang gemacht und jetzt geht es zum zweiten Teil. Für den zweiten Teil macht ihr den Anfang und dann in das folgende Stäbchen auch einfach noch ein Stäbchen. Dann macht ihr eine Luftmasche. Lasst unten eine Masche aus und in die übernächste kommt eine feste Masche. Dann wieder eine Luftmasche. Ihr lasst unten eine aus und macht ein Stäbchen dann in die übernächste. Dann macht ihr wieder eine Luftmasche. Lasst hier unten eine aus und in die übernächste kommt dann eine feste Masche. Dann wieder eine Luftmasche. Die nächste auslassen, in die übernächste ein Stäbchen. Luftmasche, nächste auslassen, übernächste feste Masche. Luftmasche, nächste auslassen, übernächste ein Stäbchen. Also ihr seht, das ist ganz einfach. Ihr endet vor der Spitze mit einem Stäbchen. Arbeitet dann die Spitze, fangt wieder mit einem Stäbchen an, ihr endet auch vor dem Ende mit einem Stäbchen, häkelt das Ende und das mache ich jetzt auch und dann sehen wir uns gleich. Die Reihe ist fertig, ihr seht wieder eine leichte Wellenlinie, wir hatten das so eine Reihe ja schon mal in einem anderen Dreiecktuch. Dann habe ich den Anfang gemacht. Nach dem Anfang machen wir zwei Luftmaschen und dann, wir haben hier unten drei Stäbchen, ein Stäbchen ins dritte. Denn für die anderen zwei sind ja die Luftmaschen da. Und jetzt ist es so, vielen ist Picot hoffentlich ein Begriff. Das ist dann so ein kleines Böppelchen, was so absteht. Und wir machen die umgedreht, dass die quasi hier runter dann hängen. Und zwar, dafür machen wir jetzt 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann nehmen wir das, ziehen das nach unten zum Tuch. Also ihr nehmt das Tuch am besten so in die Hand, hebt es hier fest, müssen ein bisschen rüber und stecht jetzt mit der Nadel hinten in die zweite Luftmasche ein. Ich zeige es euch gleich nochmal. Ihr kommt dann hinten an der Luftmaschenkette raus, holt euch den Faden, zieht ihn einmal komplett durch. So. Na. So. Macht noch eine Luftmasche gleich. Dann habt ihr das nämlich gerettet. Dann habt ihr das gleich sicher. Und dann macht ihr ein Stäbchen in hier unten in das Stäbchen der Vorreihe. So, jetzt gleich nochmal. Damit ihr es auch sehen könnt. So sieht es dann aus. Dann hängt da so ein Böppelchen in der Mitte. Also, wir machen hier 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen, heben hier in der Mitte fest, am besten dreht die Nadel so um, stecht in die zweite Luftmasche ein von dieser Kette, holt euch dann da den Faden durch und zieht ihn durch alle durch und dann noch eine Luftmasche gleich. Wenn ihr gleich danach noch eine Luftmasche macht, dann hebt alles. Dann noch ein Stäbchen wieder ins Stäbchen. Stäbchen machen. Und schon seht ihr, sieht das Ganze so aus. Diese Böpperles. So, wir machen es gleich nochmal. Machen 1, 2, 3, 4, 5, also das ist dann doch heute etwas komplizierter. Heben es in der Mitte fest, stechen mit der Nadel in die zweite Luftmasche ab dem Stäbchen ein. So, dann seht ihr hier schon, hängt es hier, holt den Faden und zieht ihn komplett durch. Und da gleich noch eine Luftmasche. Gar nicht lang fackeln, gleich noch die Luftmasche hinterher. Dann wieder Stäbchen ins Stäbchen.
5 Luftmaschen. 2, 3, 5. Dann hebt ihr sie wieder hier in der Mitte. Geht mit der Nadel durch die zweite Masche von der Luftmaschenkette. Holt euch den Faden, zieht ihn komplett durch und dann gleich noch eine Luftmasche. Dann wieder ein Stäbchen ins Stäbchen. So. Uff. Ich hoffe, ihr könnt es gut genug sehen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann hier festheben. Am besten dreht ihr dann die Nadel. Stecht hier in die zweite Luftmasche ein. Holt euch den Faden, zieht ihn einmal komplett durch. Und macht dann gleich noch eine Luftmasche. Ja, ich habe jetzt hier bloß durch einen Teil von der Masche, durchs obere Maschenglied quasi gestochen. Das ist jetzt nicht so schön, das mag ich nicht, das gefällt mir nicht. Schaut, dass ihr die durch die zwei Fäden, dass ihr unten nur ein Maschenglied habt. Ansonsten zieht sich das euch und das sieht nicht schön aus. So. Und dann gleich noch die Luftmasche. Dann ein Stäbchen. Ihr seht auch, mir hat es die Masche jetzt ein bisschen lang gezogen hier, deshalb ist das größer als die anderen, aber das ist halb so wild. Dann 1, 2, 3, 4 und 5. Hier festhalten, Nadel drehen, in die zweite Luftmasche stechen. Faden holen, komplett durchziehen und gleich noch die Luftmasche. Dann, wo bin ich denn gelandet? Ja, ich bin auch falsch gelandet. Ich bin gerade in der festen Masche gelandet. Also zeige ich es euch gleich nochmal, das Picot. Also, Stäbchen ins Stäbchen. Mann, Mann, Mann. Dann, Moment, so, 1, 2, 3, 4, 5, hier festhalten, die Nadel so drehen, weil dann seht ihr mehr, dann in die zweite Luftmasche einstechen. Weiter festhalten, dann könnt ihr die Nadel wieder drehen, Faden holen, einmal komplett durch und nochmal die Luftmasche. Dann ein Stäbchen in das erste Stäbchen von den dreien hier an der Spitze. Dann nochmal zwei Luftmaschen. Dann häkeln wir ganz normal unsere Spitze. Ich hoffe, ich konnte das verständlich rüberbringen. Aber ihr seid ja alle fix. Nach der Spitze zwei Luftmaschen, ein Stäbchen in das dritte von denen hier. Und dann wieder hier die Picots, dann wieder, also Luftmaschenkette mit Picot, dann wieder Stäbchen, Stäbchen, Luftmaschenkette mit Picot, bis ihr am Ende angelangt seid, die letzten drei Stäbchen, da kommt ein Stäbchen rein, das erste, zwei Luftmaschen und dann euer Ende. Das darf jetzt jeder noch selber machen und dann setzt ihr noch eine Reihe normale Stäbchen oben drauf, ich auch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So ihr Lieben, ich habe es soweit fertig, ich habe die Reihe mit den umgedrehten Picots fertig gemacht. Und noch eine Reihe Stäbchen oben drauf gesetzt und so sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Dann haben wir es für heute auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren und beim Üben. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Teil. Ciao!